Hallo Kollege, du fährst den ICE 228 Schüssen? Hallo Kollege, du fährst den ICE 228 zwischen Regensburg und Nürnberg. Öffne die Türen und lasse die Passagiere einsteigen. Planmäßige Abfahrt ist um 10:32 Uhr. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Train Simulator. Wir sind heute auch wieder auf der Strecke Nürnberg, oder besser gesagt Regensburg-Nürnberg unterwegs. Und fahren heute diesen schicken ICE3, wie man hier sieht, in Doppeltraktion von Regensburg nach Nürnberg Hauptbahnhof. Ist zwar ein ICE, den wir stehen haben, aber ich bin die Strecke noch nicht wirklich gefahren. Ich bin nur gerade kurz mal angefahren, das Szenario. Und ja, außerdem sind wir jetzt vor drei Folgen schon mal S-Bahn gefahren. Auf dem letzten Abschnitt der Strecke habe ich die Tür noch gar nicht geöffnet. Sollte ich mal machen. Also stellt euch nicht auf 200, 300 km/h ein, sondern sowas so rund um die 120. Ich glaube, bei 160 fahren wir ja auch ein Teilstück. Irgendwie sowas in dem Dreh wird sich das abspielen. EZB gibt es wohl nicht auf der Strecke. Das heißt, wir müssen alles per PZB einstellen. Aber selbst das sollten wir hinbekommen. ZB, fang ich an? Ja, jetzt ist es an. Enabled. Sehr gut, SIFA hatte ich an, ne? ZB, PZB. SIFA. Sehr gut. Alles an, alles gut, alles fertig. Jetzt warten wir noch, bis die Passagiere alle eingestiegen sind. Deshalb können wir schon mal ganz kurz hier, das mache ich mal ganz dreist über F4. Ich gerade nicht genau weiß, wie es geht. Schauen wir eben, ob es richtig eingestellt ist. Ne, das ist das Schlussspitzensignal. Wir suchen das. Oder das Schlusssignal für Schluss. Wir suchen das Zugspitzensignal. So rum. Das wollte ich sagen. Hier fährt noch ein schicker Container-Güterzug durch. Wir können mal wieder die kleinere Ansicht nehmen. Ja. Warten wir, wie gesagt, noch ein bisschen in Regensburg. Ich wollte. Ach, haben wir noch ein paar Sekündchen? Ich würde gerne mir den Regensburger Hauptbahnhof mal ganz in Ruhe mal anschauen. Den kenne ich nämlich persönlich noch nicht. Außer, dass ich ihn gerade schon mal. Als ich Szenario angetestet mir angeguckt habe, aber auch nochmal für euch, das ist der Regensburger Hauptbahnhof. Ich persönlich war noch nie in Regensburg, also falls ich einen Regensburger habe, der zuschaut oder zumindest diesen Bahnhof kennt, kann ja mal sagen, wie originalgetreu der umgesetzt ist. So, wir haben Abfahrt. Die wollen wir auch ja, pünktlich abfahren. Und würde ich sagen, fahrt euch schon zwei nach vorne. Könnt die AFB schon mal einschalten. AFB. AFB. Auf 40 Ausfahrt? Ja. Yep. So, 40. Ist ein bisschen doof, dass das hier unten nicht angezeigt wird, auf was die AFB eingestellt ist. Aber ich dachte, das wird auch da angezeigt. Habe ich wieder was vergessen anzuschalten? Ich glaube nicht. So. Wir haben trotzdem nur 40 Ausfahrt. Und das wird auch ein klein bisschen so bleiben, da wir ja wie gesagt eine Doppeltraktion fahren. Und dann dauert das ziemlich lange, bis der ganze Zug hier aus dem Bahnhof raus ist. So. So ein Dings wäre noch. Das ist, glaube ich, das. Das ist das Führerstandsleuchte. Sieht dann halt besser. Ja, finde ich schon. Damit kann ich mit meinen Adleraugen zumindest hier alles besser, ein bisschen besser erkennen. So, hier noch ein Güterzug. Einiges an Verkehr gefällt mir schon. Das Szenario. Rund um Regensburg. Können wir auch gleich. Lassen wir noch ein kleines Stück aus dem Bahnhof rausfahren. Und dann können wir auch gleich ganz entspannt unsere Passagiere hier im Zug begrüßen. Ich kenne die Originalstrecke dieses Zuges nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie oft Regensburg so mit dem Fernverkehr angeschlossen ist. Oder wie oft so ein Fernverkehrszug am Tag in Regensburg hält. Ich glaube schon, dass. Keine Ahnung, Kaltner. Ich denke mal schon, dass in Regensburg Fernverkehrszüge halten. Aber ich denke jetzt nicht irgendwie eine hohe Taktrate an Fernverkehrszügen da durchfährt. Oder da hält zumindest. Ich denke, das ist eher nicht so häufig am Tage der Fall. Aber ich denke schon, dass dann mal ein Fernverkehrszug hält. Ich weiß noch nicht, wie realistisch das Szenario ist. Hatte jetzt nicht genau nachgeguckt. Und ich weiß auch nicht, wo der Zug dann hinfahren würde. Das steht leider im Szenario nicht drin. Deswegen habe ich mir gedacht, lassen wir ihn einfach mal nach Berlin-Gesundbrunnen fahren. Da weiß ich nämlich die Zwischenstation, die ich nachher ansage. Die kenne ich dann nämlich eigentlich alle. So. Weiterhin 40. Wir müssen noch warten, bis der gesamte Zug passiert hat. Wir dürfen auf 80 hoch.
So. Ich würde sagen, dann begrüßen wir mal die Fahrgäste. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie im ICE 228 auf der Fahrt nach Berlin-Gesundbrunn. Unser nächster Halt ist heute Nürnberg Hauptbahnhof, den wir voraussichtlich um 11:27 Uhr erreichen werden. Dieser Zug hält nach Nürnberg Hauptbahnhof noch in den Bahnhöfen Erfurt Hauptbahnhof, Leipzig Hauptbahnhof, Lutherstadt Wittenberg, Berlin Südkreuz und Berlin Hauptbahnhof. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal eine gute Fahrt und vielen Dank für die Reise mit der Deutschen Bahn. Das sagen die heutzutage gar nicht mehr, ne? Mit vielen, das haben sie früher mal gesagt. Aber ich habe es nochmal gesagt, ich bin der alten Schule einer, sagt das noch. Aber auf Englisch können wir das Ganze kurz auch nochmal machen. Ladies and Gentlemen, welcome on board. In the ICE 228 to Berlin Gesundbrunn. Our next stop is Nürnberg Main Station. We wish you a pleasant journey. War das auch nochmal? 120. Hätten sich dann aber auch schon wieder 110 angekündigt. Die SIFA macht sich nochmal öfter bemerkbar. Ich muss mal wieder reinkommen, die SIFA regelmäßig zu drücken, sodass die hier gar nicht aufmuckt, während wir fahren. Was ich immer ein bisschen schade an dem ICE3 finde, ist dieser gefühlte Riesenscheinwerfer, der hier im Weg liegt. Man sieht immer nicht besonders, also nicht so viel von der Strecke, finde ich. Wenn man dann auch noch die Anzeigen so ein bisschen im Blick behalten möchte, dann ist das manchmal gar nicht so leicht oder gar nicht so schön, diesen Zug zu fahren, weil man dann nicht so viel vom Bildschirm sieht. Da muss ich mir mal einen Mod runterladen. Ich bin da mal ein bisschen, manchmal ein bisschen modfaul, der dafür sorgt, dass die, was wollte ich jetzt sagen? Genau, dass die Sitzposition sich ein bisschen erhöht. Kann man das nicht sogar einstellen? Kann man nicht die Sitzposition sogar einstellen irgendwie? Das ist gar nicht. Nee, das war nicht hier. Das war im ETS. Glaube ich. Falls das doch irgendwie geht und ich das nicht weiß, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber ich glaube, das kann man nur im ETS. Ich habe gerade dieses Menübild vom ETS vor mir gehabt und dachte, das geht auch im Train Simulator. Aber nein. Fahren wir jetzt hier beim Fluss? Na, Fluss hier beim Gucken. Mal ganz kurz. Wir können auch mal rausgucken auf die 4. Ja, genau. Sehr gut. Mal den hier. Da sieht der Fluss noch im Hintergrund. Und dann gucken wir mal unseren Zug hinterher. Ist jetzt nicht sonderlich schnell, ne? Aber man sieht schon, der hat eine Länge. Merkt er? Ich hoffe, dass er die SIFA akzeptiert, wenn man draußen drückt. Ich war mir nicht ganz sicher, wie das bei dem Zug ist. Ja, er nimmt noch Leistung auf. Alles gut. Aber der hat schon eine Länge, der Zug, ne? So eine Doppelstation ICE3 ist schon länger. Ich weiß gar nicht, wie lang. Aber so 300 Meter? Länger, ne? 400, würde ich sagen. 400, 500 Meter? Nee, ist auch zu lang, ne? 300? Ich kann es nicht einschätzen. Ich versuche das gerade so ein bisschen mit den Kennzahlen vom Transportführer zu vergleichen, wo man so 320 Meter so der lange Bahnhof ist. Und da passt, glaube, da passt die Doppelte zu ICE3. Oh, hat er das nicht mehr genommen? Geht's doch, sehr gut. Da passt die Doppeltraktion ICE3 nicht ganz rein, soweit ich mich erinnere. Also müsste ein bisschen länger sein als 320 Meter. Würde ich sagen. Ich weiß es nicht ganz genau, wie lang so ein ICE3 in Doppeltraktion ist. Aber ich habe mir gedacht, wenn es schon ein Dreier ist, dann können wir den auch über die Schnellfahrstrecke fahren lassen. So, hier, guck mal. Da ist der Zug, mit dem wir vielleicht in den nächsten Folgen mal fahren werden. Oder vielleicht sogar nächste Folge. Mit der Baureihe 100, 440, so. Die, heißt die 440 oder war das eine andere Baureihe? Ich glaube 440, ne? Die wir. Ja, 440 was.
die wir dann mal auch zwischen Nürnberg und Regensburg bewegen werden. Vielleicht in der anderen Richtung, aber dann halten wir auch mal ein bisschen. Dann fahren wir mal einen Regionalzug. Dann haben wir eigentlich alles durch. Sind wir S-Bahn hier gefahren auf der Strecke, ICE und auch einen Regionalzug. Das ist ganz cool. Güterzug müssten wir dann nochmal fahren, aber ich weiß nicht, ob wir danach dann im Güterzug, Güterverkehr, ich versuche ja immer so ein bisschen noch diese Reihenfolge einzuhalten. Auch wenn ich es nicht immer machen werde, aber ab und zu, dass ich dann wahrscheinlich wieder einen Güterzug nehme und dann werde ich wahrscheinlich nicht wieder auf dieser Strecke fahren, weil dreimal hintereinander dieselbe Strecke, zweimal können wir machen, wenn die Strecke neu ist, finde ich, aber dreimal hintereinander wäre dann, glaube ich, irgendwann langweilig. So. Was ich mir auch überlegt hätte, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob ich mal ein bisschen ausländische Strecken fahre. Also zum Beispiel, ich hatte jetzt angedacht, die beiden Strecken, die bei diesem Train Simulator 2020 noch dabei waren. Das heißt, eine britische Strecke und eine aus den Staaten, aus der USA. Und die würde ich ganz gerne auch euch mal zeigen. Ich hoffe, das ist nicht dann so schlimm, dass wir mal ein bisschen was nicht Deutsches fahren. Im TSW machen wir das ja öfter. Werden wir auch nicht dauerhaft machen, aber vielleicht machen wir so ein, zwei Folgen. Mal gucken. Ich kaufe mir eigentlich auch nur die deutschen Addons, aber da die jetzt einmal dabei sind und zum Beispiel diese englische Strecke echt ganz schön aussieht, bei der amerikanischen lasse ich mich ein bisschen überraschen, aber die englische Strecke heißt irgendwie Southwest Corridor oder sowas. Die sah eigentlich ganz nett aus auf den Screenshot, die ich gesehen habe. Und die würde ich gerne mal selber fahren. Mal gucken, ob ich dann schaffe, vorher mich nochmal kurz ins britische System anzulesen, so wie ich das schon mal gemacht habe, als ich in den TGV gefahren bin. Dann natürlich ins französische System, wo ich mich da auch kurz eingelesen habe. Ich weiß nicht, wie schwer das britische Zugsicherungssystem ist. Ich glaube nicht so schwer. Aber gut. So, da vorne haben wir wieder 120. Wir haben auch einen ganz schönen Puffer hier. Für den Nürnberg Hauptbahnhof. Also entweder passiert jetzt noch was oder wir haben wirklich Zeit, bis wir da sein müssen. Das ist gut. Kann aber auch sein, dass wir vielleicht noch irgendwo ein rotes Signal bekommen. Normalerweise sollte das nicht sein im Fernverkehr. Aber das Szenario wurde auch nicht mit zwei Strichen, also ein grünes Szenario, das heißt meistens freie Fahrt, angegeben, sondern gelb. Und da kann es auch mal sein, dass man also drei Striche, gelbes Szenario, dass man mal angehalten wird. Auch im Fernverkehr, wenn man vor einem irgendeinen anderen Zug rumtuckeln lassen. Und da wir keine schöne LZB hier haben, müssen wir uns so ein bisschen noch aufpassen. LZB geführte Strecken sind da doch immer ein bisschen chilliger, finde ich. Einige würden auch sagen langweiliger. Ich mag es aber auch ganz gerne im LZB-Betrieb zu fahren. Also linienförmige Zugbeeinflussung. Das heißt, wir müssen uns dann eigentlich, der Zug bremst und fährt automatisch in Kombination mit AFB. Das gibt es hier nicht. Ich sitze auch nicht die größte Hauptstrecke. Kann man übrigens auch mal ganz gut daran sehen, wenn hier so ein Kabel in der Mitte ist. Dann ist da eigentlich immer LZB. Das sind diese Kabel, müssten diese Kabel in der Mitte, die in der Mitte liegen, sein. Die das LZB-Kabel sind. Daran kann man auch immer ganz gut erkennen, ist halt die Strecke LZB oder nicht. Oder erzähle ich gerade Quatsch? Nee, das muss dieses Kabel sein, bin mir ziemlich sicher. Wie gesagt, falls ich Quatsch erzähle, dafür sind die Kommentare da, dann tut es mir leid, aber normalerweise ein bisschen Wissen habe ich. Manchmal ist es gefährliches Halbwissen. Aber manchmal auch nicht. So. Aber sollte man. So, das ist eh so ein Motto im Leben. Vertraut nichts blindlings, was jemand sagt. Wenn er euch wirklich sicher sein wollte. Ich meine, jetzt, wenn er jetzt irgendwie meine Zugvorgabe falsch sagt, ist jetzt auch nicht so schlimm. Zumindest ich finde, da gibt es Leute, die sich bestimmt mehr darüber aufregen, ob. Komm, wir sind ja alles nur Hobby, Leute. Also ich weiß nicht, vielleicht sind auch Lokführer der Zukunft. Aber die meisten von euch werden dann doch eher Hobby-Leute sein. Hobbyfahrer, Hobby-Zug-Enthusiasten. Da ist es auch nicht so schlimm, wenn man das mal verwechselt. Einige sehen das immer sehr streng. Ich das eher ein bisschen locker. So. Zumal ich auch echt auch nicht so super von allen Ahnung habe. Und oftmals auch Sachen vertausche und so. Ist mir auch schon, da passiert aber auch schon so viel Mist erzählt. Wenn man wahrscheinlich ein wahrer Lokführer mir mehrere Folgen zuguckt, denkt er dann auch so, ja. Erzählt, oh, da kommt auch öfters mal Quatsch bei raus. Naja, komm. Was ich sagen wollte, war, so ein bisschen das Motto im Leben sollte ja auch sein: Vertraut niemanden blind, versucht, überprüft eigentlich da nochmal, was der gesagt hat. Vor allen Dingen bei wichtigen Dingen im Leben.
und bildet euch natürlich eure eigene Meinung, aber das ist klar. So. Hundertzehn schon wieder. Die werden wir auch einhalten. Wie gesagt, das ist eine entspannte ICE-Fahrt. Also ist jetzt nichts Schnelles, was wir hier sehen. Das kann man mal machen, finde ich. Auch mal so eine PZB-geführte Strecke mit dem ICE befahren. Da fahren die auch mal. Das kommt auch mal vor. Dann lassen wir den auch mal mit 120 hier über die Strecke tuckern. Und der letzte Abschnitt, wie gesagt, da bin ich auch schon mal gefahren, ist dann hier auch ein bisschen schneller. Da fahren also 160 können wir dann fahren. Sehr gut, alles gut. Alles grün, alles super. Bisher keine Vorkommnisse auf der Strecke. Kann auch sein, dass wir so locker durchfahren. Das Einzige, was im Szenario noch dabei stand, war, wir sollen ein bisschen aufpassen vom Nürnberger Hauptbahnhof. Da wird wahrscheinlich dann noch ein bisschen was signalisiert. Vielleicht müssen wir dann auch nochmal die Tab-Taste benutzen. Ich weiß es nicht, so genau stand es nicht dabei. Statt nur ein bisschen be careful oder sei ein bisschen vorsichtig. Ist ja eine deutsche Beschreibung vor dem Hauptbahnhof von Nürnberg. So. Kommen wir vielleicht sogar ein bisschen. Also, wenn wir das einhalten, sind wir wahrscheinlich das erste Mal wirklich zu früh im Zug. Habe ich vor kurzem auch gelesen. Da ist ein Zug in Kassel 43 Minuten zu früh angekommen. Woran lag's? Die müsste ja gesperrt sein. Die Schnellverkehrsstrecke zwischen Kassel und so Kassel runter nach Würzburg. Ich glaube, die ist gesperrt noch. War gesperrt, ist gesperrt. Und der ist eine Umleitung gefahren. Und wurde dann, sollte eigentlich eine längere Umleitung fahren, wurde über eine kürzere Strecke geschickt und ist dann 43 Minuten zu früh angekommen. Gut, da musste er natürlich 43 Minuten am Bahnhof stehen oder noch länger, bis er dann wieder Abfahrt hat, was weiß ich, 50 Minuten dann im Bahnhof stehen. 7 Minuten hält aber auch kein ICE oder so 5, ja gut, ist auch egal. Im Bahnhof stehen, konnte dann jetzt weiterfahren, dann natürlich auch Anschlussreisende diesen Zug noch nehmen mussten, der konnte dann also nicht die Verspätung einfach mitnehmen. Wie es zum Beispiel ganz gerne auch Straßenbahnen, die Verfrühung mitnehmen, nicht die Verspätung nimmt man eh nicht, oder die Verfrühung, wie es zum Beispiel auch ganz gerne Straßenbahnen machen. Hier in Halle habe ich öfter gehabt, dass die 2 Minuten zu früh losfahren. Und da ich so eine offen letzten Drücker-Persönlichkeit manchmal habe, ist das ein bisschen nervig. Da habe ich dann der ein oder andere Mal die Havak schon verflucht, dass die Minute zu früh losgefahren ist. Ja. Oder 2. Zum Glück fährt hier relativ häufig eine Bahn. Aber wenn man morgens auf den letzten Drücker gerade noch aus dem Haus kommt und die letzte Bahn kriegen muss, dann ist das schon etwas doof. So. Ganz schön Güterverkehr. Auf der Strecke. Aber dann sollte man, wenn man letzte Bahn kriegen muss, vielleicht eine Bahn früher nehmen. Aber wie es dann immer so ist, man kriegt das ja auch nicht immer hin. So, landschaftlich gefällt mir das hier alles sehr gut. Muss ich sagen, gefällt mir die Map. Ich habe die Fahrt, die diesen Abschnitt, ich bin da nur ganz klein gefahren, den vom Anfang, von Ringsburg aus gesehen vom Anfang. Und den letzten Abschnitt, den wir ja mit der S-Bahn gefahren sind. Ich komme letzte Zeit nicht dazu, noch für mich ein bisschen zu fahren. Deswegen kenne ich die Strecke wirklich noch gar nicht. Vorne war dann die 160. Kenne die Strecke wirklich noch, eigentlich noch gar nicht so wirklich. Vom, und landschaftlich gefällt mir schon ganz gut. Kann man nicht meckern. Oh, guck mal das an hier. Warte. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Sorry, da bin ich gerade aus dem rausgetappt. Ich wollte die 8 drücken. Wollte mir angucken, wie er über die Brücke fährt und machen mal 3. Ach, jetzt habe ich es weggedrückt. Ich bin heute ein bisschen, auf Englisch sagt man clumsy, ungeschickt. Und drückt dann auch leider mal so eine schöne Ansicht weg. Das war eine schöne Ansicht mit der Brücke. Kommen wir nochmal irgendwann dazu, oder so eine Ansicht. Aber so kriegen wir auch keine doofe Zwangse mit der SIFA.
Weil so Experimente nach draußen rausschauen, das sorgt ganz schnell dafür, dass du dann stehst, weil die SIFA sich nicht genug gedrückt gefühlt hat. Wenn die SIFA wieder einsam ist, dann musst du sie halt drücken. Hundertfünfzig jetzt gleich? Hatte ich vor 160 gesagt? 150 natürlich. Aber gut. Bisschen schneller ist es dann schon. Schalten wir die AFB mal hoch. Da passt es an, können wir noch. Da 150, sehr gut. Ich bin ein bisschen irritiert, dass das hier unten nicht steht. Ich hoffe, dass man die nicht irgendwie anschalten muss. Vielleicht habe ich es tatsächlich vergessen. Aber normalerweise stand er ja enabled, als ich die hochgedreht habe. Normalerweise muss man die bei DTG-Fahrzeugen nicht nochmal anschalten. Das würde mich zumindest sehr stark wundern, wenn das hier von so wäre. Auch sehr flach die Strecke, ne? Ja, war jetzt auch gerade so ein bisschen, hat sich halt so zwischen den Bergen durchgeschlängelt, so ein bisschen. Jetzt kommen wir so ein bisschen näher aufs flache, ich hätte gesagt Frankenland, aber ist es noch gar nicht, glaube ich, weil wir nämlich hier noch an Alt, wo sind wir letztes Mal losgefahren? Altdorf, Altmarkt, irgendwie sowas, ne? Oder Neumarkt? Irgendwas, eins von den beiden. Sind wir letztes Mal losgefahren und das lag nämlich in der Stadt der Oberpfalz? Ich glaube hier, ne? Ich kenne mich, wie gesagt, in der Region hier in Bayern nicht aus und deswegen will ich jetzt nicht Franken sagen. Sagen wir schöne bayerische Land, dann bin ich richtig. Obwohl wahrscheinlich dann auch wieder einige Maul mit. Na gut. Oh, ein Talent. War das schon der S-Bahn Nürnberg? Ja, muss ja. Dann sind wir wahrscheinlich hier schon dran vorbei. Sind wir auf dem Teilabschnitt, wo wir letztes Mal gefahren sind. Weil ich glaube, das war auch die Endstation, von der aus letztes Mal gestanden sind, von der S-Bahn. Das kann also sein. Gleich 140. SIFA wieder. Wollen wir gleich mal die AFB ein bisschen runterregulieren. Eigentlich bremst man nicht mit der AFB, habe ich auch gehört. Das mache ich, glaube ich, zu häufig. Mit der AFB runterbremsen, das ist natürlich die easy Methode. Aber man merkt schon, wie ein bisschen zurückgelegt ist. Wenn ich jetzt in Realität bremsen, also mit Realität, wenn ich jetzt mal mit der Zugbremse bremsen würde, dann würde das ein bisschen sanfter, glaube ich, sein als dieses ruckartige. Und man will ja auch nicht, dass im Bordbistro die Kaffees über den Tisch fliegen oder wie ich immer so schön sage, die Omas durch den Zug fliegen. Obwohl, das mache ich ja meistens bei Bremsung. So soll es ja schon schön angenehm sein, vor allen Dingen im Fernverkehrszug, wenn die Leute vielleicht entspannen wollen im Zug und dann nicht dauernd geweckt werden wollten, weil sie plötzlich ruckartig im Bremsmodus sind. Oh, wir sind jetzt aber komischerweise doch knapper vor den vor der Zeit als vorhin. Wir hatten vorhin einen Puffer, der ist mittlerweile weg. Nee, Quatsch, ist er gar nicht. Wir haben nur 6 Minuten. Ja. Noch nicht weg. Aber er verschwindet. Ich wollte sagen, er löst sich ein bisschen auf. Aber selbst wenn alles gut läuft, sollten wir das locker schaffen. Ich hoffe nicht, dass wir von Nürnberg noch in eine blöde Zwangsache reinrutschen. Das wäre ein bisschen schade. Aber wir werden es sehen. Und ich habe doch gerade gesagt, ich wollte nicht mit der AFB bremsen. Aber trotzdem wieder. Ist auch nicht lange, 130. Dann kommen wir nämlich gleich. Er quatscht nicht lange, 100. Kommen dann gleich schon wieder kurz danach in die 130er-Zone oder 140er-Zone. Moment. 103. Ein bisschen falsch eingestellt. Das ist das Problem bei der AFB. Manchmal sieht man das nicht so wirklich, dass man das. Stellt man da ein bisschen falsch ein. So. Schalten wir es mal so. Ich glaube, jetzt sind wir auf 90 oder so. Aber passt schon. Ist ja auch nur für die Kurve und danach geht es dann schon weiter in Richtung Nürnberg. Müssen wir noch warten, bis der gesamte Zug über den Bereich rüber ist oder dürfen wir auf der 130?
Nach vorne sind dann aber auch schon wieder 120. Ist ein bisschen viel Geschwindigkeitsänderung für meinen Geschmack hier. Ich mag es, wenn man ein bisschen smoother hier fährt. Ja, FIFA. Und jetzt kommen wir wieder in die 120er Zone. Und nähern uns völlig entspannt Nürnberg Hauptbahnhof. Ich weiß gar nicht, wie weit wir. Ich glaube, wir sind aber letztes Mal noch ein Stück weiter vorne losgefahren. Weil das letzte Szenario war doch nicht so lang, oder? War das? Wir hatten es ja mehr oder weniger, ich hatte es ja mehr oder weniger zwei Parts aufgeteilt. Da war ja auch mal wieder eigentlich mehr zufällig ein Gast dabei. Hatte ich mir auch überlegt, ob ich mal ein bisschen das alte Format Let's Drive and Talk, wofür es eigentlich mal gedacht war, als Gästeformat, als auch teilweise ein Interview, beziehungsweise ein nettes Gesprächsformat. Interview ist immer so ein bisschen mehr, aber so manchmal auch so ein nettes Gespräch mit ein paar Leuten einladen, vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr interviewmäßig mal gucken, ob ich sowas mal wieder ein bisschen zurückbringe. Paar Leute einlade und dann vielleicht aber auch, da muss ich gucken, da muss ich eine entspannte Strecke finden und da kann man dabei ein bisschen quatschen. Nichts Hektisches, irgendwas, Güterverkehr, Fernverkehr, irgendwie sowas. Besten LZB geführt, da kann nicht so viel passieren. Dann kann man dabei ein bisschen quatschen. Oder man verzichtet halt auf die Zugzwischensysteme, wenn man so eine Spezial-Interview-Gesprächsfolge macht. Guck ich mal. Ich schaue mir das mal an, ob ich mal wieder ab und zu was mache. Einfach nur, um ein bisschen Abwechslung hier auch reinzubringen. Aber ihr werdet sehen. Wenn du so eine Idee, wer das noch kennt, zum Beispiel Heisenberg zockt, war ganz am Anfang hier mal. Ich glaube, das war das mehr oder weniger das einzige Sache, wo ich mal hier in dem Format das gemacht habe. Also hier in Let's Drive and Talk Train Simulator. Da war mal der Heisenberg zockt damals mal. Ja, oder weniger zu Gast, also ja, ich habe so ein kleines Interview mit ihm gehabt, ein kleines Gespräch, das war ganz nett. Und sowas vielleicht häufiger machen, fände ich irgendwie cool. Das ist hier 140. Hier sausen wir durch die Bahn wieder durch. Aber gefällt mir, wie gesagt, die Karte gefällt mir sehr gut eigentlich. Habe ich bisher, kann ich nichts aussetzen. Macht Spaß zu fahren. Ist halt nicht der Highspeed-Strecke, aber hatten wir letztes Jahr auch ab und zu. Also wir haben ja schon ein paar schnellere Strecken. Wo man dann auch schön mal so ein ICE ausfahren kann. Aber ein ICE fährt halt auch nicht den ganzen Tag nur SFS, also Schnellfahrstrecke, sondern fährt auch mal ein bisschen so. Ist ja auch keine Nebenbahn, was wir hier haben. Ist schon eine Hauptstrecke, würde ich sagen. Weiß ich auch gar nicht, wie man das genau definiert. Ab wann ist eine Hauptstrecke? Das hat, glaube ich, nichts mit der Ausbau der Gleise zu tun, aber ich denke. Sobald man zwei Gleise hat, könnte man, ist es schon eher eine Hauptstrecke, glaube ich, als eine Nebenstrecke, ne? Aber da gibt es bestimmt auch eine Definition von einer Bahn, die ich jetzt aber nicht kenne und aufzähle. Wollen wir nochmal rausgucken an den Zug? Das würde ich sagen, können wir nochmal kurz machen. Gehen wir nochmal auf die 4. Haben wir nochmal eine Seitenansicht? Ich würde gerne von der Seite. Ich mag es nicht, so von oben zu gucken. Da machen wir uns mal unsere eigene Seitenansicht schnell hier runter. Da sehen wir ihn anbrausen. Sehr cool. Ich hoffe, er hat nicht ausgerechnet jetzt gesagt, Sie verzwangen sie. Aber ich denke nicht. Ab und zu muss man den Zug einfach auch mal von außen angucken, finde ich. Sehr schön. Wieder rein. Weiter geht's. Wir können uns auch mal ganz kurz in die Passagiersicht setzen. Das ist immer so ein bisschen schade, dass das beim ICE 3 so direkt hinter dem
Führerhaus ist, finde ich mal ein bisschen schade, oder? Fahrerhaus. Dass man so direkt dahinter am Fahrer sitzt. Würde ich in Realität gerne mal machen, aber hier im Spiel hätte ich mich auch ein bisschen darüber gefreut, wenn man mehr mittig sitzen kann im Zug. Der Passagier an sich, dass man wirklich so ein bisschen dieses ICE-Feeling hat, weil da vorne sitzt man doch. Es selten. Aber es gibt da, glaube ich, sogar eine zweite Klasse, ne, die so ist. Ach, weißt du was? Ich glaube. Haben wir den Fahrtrichtungswender ausgeschaltet? Ich merke nur gerade, dass wir langsamer werden. Wir haben wieder. Ich glaube, wir lassen uns wieder zu viel Zeit. Ne, wir dürfen nicht schneller werden, der wird nämlich schneller als 120 gerade. Geht ein bisschen bergab. Muss mal leicht in die Bremse gehen, nicht zu stark, aber er bremst doch immer sehr ruckhaft, der ICE, finde ich. Ist immer so ein Ruck, der durch den Zug geht. Da vorne haben wir 110. Hier werden wir dann auch gleich einhalten. Wir können ein bisschen nach oben, weiter nach oben gucken, dass wir hier ja auch so ein bisschen was von der Strecke sehen. Was bei dem IC immer ein bisschen schade ist, dass man es nicht so sehr tut. Kilometer noch bis. Wie lang ist eigentlich diese Strecke? Kilometer dürfte doch schon 100 Kilometer fast lang sein, ne? Die Regensburg-Nürnberg-Strecke. Also schon eine längere Strecke, würde ich sagen. Ne? Vor allen Dingen, da sie jetzt auch nicht so schnell ist, ist sie noch ein bisschen länger. Ich glaube, angegeben wurde das Format die Folge mit 60 Minuten. Also dieses Szenario, so würde ich sagen. So, das ist auch so die Streckenlänge. Wenn man jetzt überlegt, wir fahren da nochmal einen Regionalzug, dann brauchen wir wieder unsere 1,5 Stunden. Mit den ganzen Halt. Ich weiß gar nicht, ob die. Aber die 440 dürfte auch 160 packen, ne? Ich denke schon. So, dann machen wir wieder die schöne Maus aus dem Bild. Ach, guck mal, hier haben wir wieder eine Brücke. Vier. So, nochmal vier bitte. Und dann nochmal acht. Und jetzt nochmal so. Hier. Sehr schön. Ich glaube, wir verlieren schon wieder Geschwindigkeit, ne? Ja, wir haben keine Leistung aufgeschaltet gerade. Aber wir dürfen eh nur 110, das passt schon. Dann fahren wir halt 5 Kilometer weniger. Aber man merkt, wir verlieren Zeit. Ich meine, wir sind immer noch ein bisschen früher, aber zu viel Zeit sollten wir jetzt auch nicht verlieren. Ich hatte ja gehofft, dass wir uns so eine Zwangse rausfahren können, falls ich am Ende wieder missbaue. Ihr kennt mich. Aber am besten wäre es, wenn man ganz ohne Zwangse fährt, so wie im normalen Bahnverkehr auch. Was ich hätte mal gucken sollen bei den Autos, mache ich vielleicht auch mal irgendwann, ob die DTG endlich mal geschafft hat, deutsche Autos hier herzustellen. Weil die haben halt Autos und das sind immer englische, immer. Ach, wir sind zu schnell. Oh. Geht's bergab oder warum geht der auf einmal über die 110? Habe ich falsch eingestellt hier? Wieder schön durch den Wald hier. Sehr waldige Strecke. Finde ich aber auch schön. Wir haben nicht so viele richtig waldige Strecken. Konstanz-Villingen fällt mir noch ein. Mal gucken, wie Konstanz Hausach ist. Also ich habe schon sehr schöne Bilder gesehen. Wollte ich auch noch sagen. Mal gucken, ob ich mir die auch bald hole. Es gibt eine Streckenerweiterung zu Konstanz-Villingen, Konstanz Hausach. Ich glaube, die hole ich mir auch mal. Ich muss mal gucken. Ich glaube, 25 Euro oder sowas werden wir bestimmt bald auch nochmal fahren.
Vielleicht in den nächsten Wochen. Ich glaube, nächste Woche oder übernächste Woche nicht. Aber danach werde ich mir bestimmt noch mal vor Weihnachten, denke ich, auch noch mal die zu Gemüte führen. Mal da schön entlang fahren. Ich glaube, da sind auch wieder dann mit einem Regionalexpress oder so. Ich hatte mir auch überlegt, ob ich mir dann direkt noch ein 3D-Zug-Paket dazu hole, dass ich noch ein paar schöne Szenarien dazu habe. Dass wir da ein bisschen 3D-Zug fahren. Die sind ja immer besonders gut. Da haben wir dann immer schon die Ansagen dabei und das Ganze, die Atmosphäre stimmt einfach. Obwohl ich es ja auch ganz gerne mal mag, die Ansagen selber zu machen. Aber immer, man kann das ja schön abwechseln. Ab und zu macht das mal 3D-Zug oder andere Szenarien und ab und zu mache ich das mal. Das ist ganz gut. Können ja auch mal irgendwann nochmal eine ICE-4-Fahrt machen. Ich habe hier mir extra die Rollbahn-Szenario geholt. Da sind wir auch nur ein Szenario von gefahren. Oder wir fahren nochmal mit dem Taurus ein paar Busse oder sowas auf diesen Wagen, die ich mir gekauft habe. Also die Szenarien in Train Simulator gehen uns nicht aus. Ich habe auch überlegt, ob ich mal irgendwann voll zu TSW wechsle. Also dieses Jahr nicht mehr. Dafür gibt es einfach noch zu wenig Strecken. TSW ist schon schöner einfach. Aber wenn es da richtig groß ist, vielleicht werde ich dann mehr, also zumindest den Fokus mehr auf TSW legen. Im Moment ist der Fokus eher noch auf Train Simulator. Und ab und zu gibt es mal TSW. Aber vielleicht sollten sie dann einfach auch mal ein Mod-Paket rausbringen, beziehungsweise die Möglichkeit geben, von freien Herstellern, freien Entwicklern, dann auch Strecken herzustellen. Das in TSW-Grafik kann ich mir sehr gut vorstellen. Oder ein TSW-Multiplayer. Apropos TSW-Multiplayer, schamlose Werbung. Falls ihr mehr oder weniger sowas wie Multiplayer im TSW sehen wollt, wo wir dieselbe Strecke zur selben Uhrzeit fahren, das ist das Sonntagsfahrerformat. Da werden wir aber nicht nur TSW fahren, wir werden auch ab und zu mal Bus-Simulator zusammenfahren. Nur in TSW haben wir uns so ein bisschen was ausgedacht, wo wir gerade so ein bisschen ansatzweise Multiplayer fahren. Das heißt, wir fahren dieselbe Strecke und da die Züge ja auch immer gleich sind in dem Fahrplanmodus da, kommt man sich dann irgendwann entgegen. Ob man das dann zur richtigen Uhrzeit hinkriegt, ist eine andere Frage. Aber das wird es jetzt Sonntag immer geben mit dem Francesco von Seidenspinner zusammen. Vielleicht auch mit einem ein oder anderen Gast mal ab und zu, wo wir dann ein bisschen fahren. Verschiedene Simulatoren. Schauen wir mal. Vielleicht sogar mal einen Rennsimulator. Was wir da davon halten. Irgendwie ein bisschen. Ein, zwei Rennen. Habe ich noch irgendwas? Ich habe aber kein Lenkrad. Und die meisten Rennsimulationen brauchen Lenkrad. Zum Beispiel irgendwie Assetto Corsa habe ich auch rumfliegen, aber oh, Lenkrad ist das Ganze ein bisschen witzlos. Mal gucken. Ob man vielleicht auch mal eine Rennsimulation spielt. Das war mal wieder knapp mit der SIFA. Wir können auch mal ein bisschen höher schalten. Wir haben die ganze Zeit auf 110, wir dürfen 130 sogar. Wir kommen die Uhrzeit immer näher, wollen wir gerade echt trödeln. Ich bin gerade so, weil ich mit dem ICE so lässig gerade fahre mit 120, vergesse ich ab und zu mal den hochzuschalten. Mit dem Taurus kommt das total schnell vor, mit dem ICE kommt das halt doch sehr langsam vor. Ist ja auch normalerweise nicht sein Territorium. Wie gesagt, aber ICE ist auch oft genug. Etwas langsamere PZB-Strecken. Das kommt auch in. Oh. Ich dachte gerade, wir wären so schnell. Werden wir auch, aber dürfen wir. Alles gut. Der bremst immer so ruckartig, ihr merkt das, ne? Ich versuche es zwar zu vermeiden, aber er bremst eigentlich halt immer so ruckartig. Ist er richtig eingestellt? Ja. Gut. Da hinten sogar wieder 160. Sehr schön. Ach, guck mal, das ist, glaube ich, der Bahnhof, wo wir letztes Mal gestartet sind. Doch, das ist er hier. Mit ziemlich sicher. Da sind wir letztes Mal gestartet. Und wenn man jetzt überlegt, wie lang die Strecke sonst noch ist dahinter, ist schon deutlich länger. Cool. Und deswegen, wir durften ja auch 160 fahren, Digga, letztes Mal. Die ganze Zeit.
Und wir haben vorhin ja gesehen, da fuhr noch eine S-Bahn, das war ja auch eine S-Bahn Nürnberg, die deutlich weiter fuhr. Also entweder hat die sich verirrt oder die S-Bahn Nürnberg fährt noch deutlich weiter raus. Das kann ich aber nicht genau sagen. So, stellen wir erstmal auf die 160 hier ein. Lokzug. Oh, der KI-Verkehr gefällt mir in dem Szenario auch sehr gut. Schöner. Also, zwei Lokomotiven hier werden hier noch irgendwo gebraucht. Hier ist noch so eine Photovoltaikanlage, Solaranlage. Hier links schönes, ja, Solarkraftwerk kann man dazu. Wir sind zu schnell. Ich habe das die AFB ein bisschen zu hoch gestellt. Das habe ich zu spät gesehen. Jetzt müsste es passen, oder? Nee, auch noch nicht. Wir fahren ein bisschen bergauf, deswegen zieht er gerade. Und 120 gleich wieder. Das war der erste 160er Abschnitt. Nee, wir sind schon mal 160 gefahren auf der Strecke. Irgendwann hatten wir schon so einen kurzen Abschnitt. Aber es sind wirklich sehr viele Geschwindigkeitswechsel hier auf der Strecke drin. So, sehr, sehr kurvig auch, immer wieder. Machen wir die 120 rausfahren. Ich guck mal, ob wir, ich hoffe, dass wir immer noch pünktlich kommen. Wir haben aber fast nur noch 1,5 Minuten Puffer. Also langsam der Puffer geht uns so langsam aus für die Strecke. Sollten wir versuchen zu schaffen. So, oder sollten wir jetzt versuchen, nicht zu sehr rumzubummeln noch in nächster Zeit. 110 angekündigt. Kommen wir langsam auf die 110 zu. Ach, wir wollten ja, ist egal. Aber es nimmt ja auch nichts von der Bremsart her, ob ich jetzt mal AFB bremse oder nicht. Der fährt trotzdem sehr ruckelig, der EC. Auch der reagiert auch sehr schnell, finde ich, von den Bremsungen her und so. Da steht noch eine S-Bahn. Beziehungsweise gar keine S-Bahn, nee, Quatsch, ist eine Regionalbahn, der Regionalexpress. Noch 15 Minuten, dann sind wir auch da. Komm, ach, guck mal, da kommt ein ICE-Gegenzug. Sehr schick. Hallo, Fernverkehrskollege. Auch Doppeltraktion. Während wir hier weiter mit 110 hier über die Strecke fahren.
Verstehe auch gerade nicht wirklich, warum wir nur 10 sind, aber vermutlich hätte sich das nicht gelohnt. Ich weiß gar nicht, ich hab, wie viel Metern man sozusagen eine neue Geschwindigkeit ausschildern kann, wenn danach wieder eine niedrige Geschwindigkeit angegeben ist. Also wie viel Meter braucht man, um eine höhere Geschwindigkeit sozusagen signalisieren zu können, selbst wenn danach wieder die niedrige Geschwindigkeit gefahren wird. Weil es gibt ja auch so echt kurze Abschnitte für Geschwindigkeiten oder auch irgendwie. Hamburg-Hannover hat das manchmal auch, dass du irgendwie 200 für gefühlt, ne, nicht mal einen Kilometer fahren kannst oder so oder noch weniger. Und, naja, nicht einen Kilometer würde ich schon sagen. Und dann wieder 160 runterbremsen musst, was sich dann überhaupt nicht lohnt, finde ich. Oh. Ach, jetzt macht die. Oh, ja, das war aber. Ah, war wieder so typisch. Manchmal nimmt er die Siefer einfach nicht an. Das ist immer ein bisschen nervig, finde ich. Wenn ich dann da dreimal drauf hämmern muss. Fahren wir wieder bergab oder warum ruckelt er so? Vermutlich ja. Ist nur am Ruckeln. Nehmen wir das nervt ja. Wir nehmen mal Leistung raus und lassen ihn mal ein bisschen rollen. Es geht ja bergab. Da können wir es machen. Sind aber auch ein bisschen die Gleise, glaube ich, gerade. So. Ne, wir werden langsamer tatsächlich. Noch nicht. Das ist immer die AfB, die uns hier so bescheuert runterbremst, aber so werden wir wenigstens nicht zu schnell. Ist halt ein bisschen doof, jetzt, wenn es bis bergab geht. Vorne sind wieder 120. Ich glaube, schneller wird es ja auch nicht mehr. Km Kilometer noch, dann haben wir Nürnberg erreicht. Weißt du, wann kündige ich mal den Bahnhof an? Irgendwie 10 oder 5 Kilometer vorher? Ich glaube, ja, so 5 oder so wird er reichen. Nur, dass die Leute noch kurz Zeit haben, aufzustehen, ihr Gepäck zu schnappen. Oder nicht kurz Zeit haben, sondern lang genug, entspannt aufzustehen, ihr Gepäck zu schnappen und alles sowas. Aber 20 Kilometer ist noch sehr weit hin, bis wir da sind. 10 Minuten früher bin ich ein bisschen heftig. Genau 5 Minuten früher versuche ich das mal zu machen. Weil die auch mal sagen, in wenigen Minuten erreichen wir. Dann passt das. So 5 Minuten. Obwohl 5 Minuten fast schon ein bisschen zu lang ist. Dann stehen sie hinter zu lange an der Tür. Da wird es bestimmt eine Vorgabe geben, in welchem Zeitfenster man mal diese Durchsagen macht mit der DB. So, gleich wieder 120. Wir müssen gleich auch mal. Mal Güter. Ach, was klicke ich denn heute die ganze Zeit hier aus dem Spiel raus? Ich würde sagen, da müssen wir gleich noch mal aufpassen, wenn wir Richtung Hauptbahnhof kommen. Wie gesagt, da könnte öfter mal was Interessantes für uns stehen in den Signalen. Gleich nochmal kurz einen Abschnitt 160. Das dürfte dann auch der letzte schnelle Abschnitt für diese Strecke sein.
Aber war schön, die mal mit dem ICE lang zu fahren. Hat Spaß gemacht. Ist halt immer ein bisschen langatmig, aber so eine Strecke. Aber ich mag das. Ich war auch diese Folge ein bisschen ruhiger. Hatte nicht so viel zu erzählen. Manchmal bin ich da doch ein bisschen aufgekratzt, aber erzähle mehr. Es gibt ja auch solche, die mögen das eher ruhig. Es gibt solche, die, ich glaube, solche, die das eher ruhig mögen oder richtig ruhig, die schauen bei anderen Leuten. Weil ich ja doch manchmal ein bisschen aufgekratzter moderiere im Gegensatz zu anderen tiefen, entspannten Leuten beim Train Simulator, die ich auch gerne gucke. Hat jeder so ein bisschen seinen eigenen Stil, würde ich sagen. So, dann wollen wir wieder schön jetzt Leistung aufschalten. Und dann auch mal die 160 hier auszufahren. Können wir uns gleich nochmal angucken, wie der Zug mit 160 an uns vorbeirauscht. So, dann wollen wir einmal hier nochmal 3 machen und noch einmal die 4 drücken. Ich würde das gerne. Ach, guck mal, da war doch. So, nochmal. Auch interessant. So. Jetzt war die Zwangsel richtig. Habe ich jetzt eine richtige Zwangsel gekriegt? Ja, jetzt habe ich. Warte. Bremsen wir mal mit. Das war sie. Einmal zu viel aus dem Fenster geguckt. Ja. Da habe ich die richtige Zwangsel gekriegt. Lässt sich auch nicht mehr lösen. Das war's. Eigentlich hatte ich kurz vorher Q gedrückt, aber ich tampe, nimmt er die draußen gar nicht. Ich weiß gar nicht. Manchmal nehmen sie die draußen, manchmal nicht. Oder wird das hier nur passen? Da ist noch. Janne Böhmermann hat sich verfahren, den müssen wir kurz rauslassen. War noch mal vom Jahr so oder so, vor 2. Wann war das vor der. Aus dem ICE gelassen wurde oder so. Wir können wieder. Können wir gar nicht genau runter beschleunigen. Und uns nur wieder befreien. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt so machen darf, wie ich es gerade gemacht habe, aber wenn es geht. Jetzt allerdings haben wir schon eine halbe Minute Verspätung. Das hat uns ein bisschen den Hintern gekostet. Das war eine doofe Aktion. Ah, wie gesagt, bei der Bahn zählt ja alles bis 5 Minuten pünktlich. Und so halte ich es heute mal auch. Oder war es bis 10? Übrigens, ausfallende Züge stehen auch nicht als unpünktlich, weil sie ja nicht unpünktlich, sondern gar nicht gefahren sind. So kann man sich seine Statistik auch schön reden. Ach komm! Na, drei. Das habe ich. Ja. Das waren die Punkte für das Szenario. Da habe ich vergessen, dass die AFB noch auf 160 steht. Aber dass man immer zum Ende so einen Quatsch baut, ne? Schön die ganzen, am Anfang ganze Zeit schön fahren und dann am Ende so. Baut man dann wieder Quatsch. LZB ist jetzt an? Hier? Okay, wenn du meinst. Hätte ich nicht gedacht, dass wir nochmal eine LZB kriegen. Ist das richtig? Da kommen wir jetzt auf einer Hauptstrecke drauf, deswegen jetzt nochmal LZB haben. Ja, nehmen wir sie nochmal mit, ne? Sieht man übrigens, das war das Kabel, was ich vorhin meinte. Habe ich das vorhin gesagt oder in der ersten Aufnahme, die ich dann nochmal. Abgebrochen, also diese Testfahrt, wo ich auch schon mal aufgenommen habe, da habe ich dann nochmal abgebrochen. War mehr oder weniger eine Testfahrt, da habe ich aber auch schon mal ein bisschen was erzählt. Vielleicht jetzt nicht wissen wollte, ob es sie vielleicht auch nehmen als Aufnahme. Das ist auf jeden Fall dieses LZB-Kabel, was man immer schön in der Mitte sieht. Daran kann man sich auch mal ganz gut orientieren, ob man eine LZB hat. 200 nochmal? Krass.
Sehr cool. Sind nur noch 7 Kilometer, aber dann können wir noch mal fahren. Sehen wir den Zug noch mal richtig in Aktion. Wollen wir die auch noch mal ausfahren? Denn wir sind fast eine Minute zu spät. Das ist hier dann die Schnellfahrzubringer, glaube ich, dann auch die Strecken, die aus München und so kommen ja auch zusammen. Vielleicht sehen wir ja sogar noch mal ein ICE. Ach komm, aber bitte jetzt nicht wieder eine Zwangse. Nee, alles gut. Nicht alles gut. Ich glaube, der nimmt schon wieder keine Leistung an. Ja. Und zack, und jetzt wieder. Ne, immer noch keine Leistung. Leute. Hallo. Aber da vorne ist. Ach ja, doof, der bremst uns ja gerade runter wegen 130. Da nimmt er auch keine Leistung an. Ja. Ergibt Sinn. Die EZB immer noch an. Ja, die dürfte vom Bahnhof wieder enden. Da müssen wir uns nur dran denken, dass wir auch wieder da wieder rüber befreien müssen, wenn die endet. Da vorne haben wir 100. Aber auch die dürfte noch in der EZB liegen. Noch sagt er mir nicht Ende. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Nürnberg Hauptbahnhof. In Nürnberg Hauptbahnhof haben Sie Umsteigemöglichkeit zum Regional- und Fernverkehr. Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Durchsagen am Bahnsteig. Bedanken uns für alle Fahrgäste, bei allen Fahrgästen, die in Nürnberg Hauptbahnhof aus- oder umsteigen und wünschen noch einen schönen Tag. Ladies and Gentlemen, in a few minutes we arrive at Nürnberg Main Station. Thank you for choosing Deutsche Bahn today. Take care and goodbye. Sagen Sie, glaube ich, auch nicht mehr, ne? Thank you for choosing Deutsche Bahn today. Take care. Haben Sie früher mal gesagt. 100? Aber auch das dürfte noch EZB sein. Ende EZB, okay. Dann lass uns noch mal kurz hier auf die 100 schalten. So. EZB Ende, das haben wir ja bestätigt, alles gut. Warum habe ich denn jetzt schon wieder Notbremse? Warum denn jetzt schon wieder? 1000 Hertz Magnet. Ja, bin ich schon als 100 gewesen? Okay, habe ich aber letztes Mal auch gekriegt. Habe ich wieder was übersehen? Okay. Ich dachte, die 100 waren angezeigt. War noch was Niedriges angezeigt? Das habe ich vielleicht nicht darauf geachtet gerade. Doch konzentriert habe mich da aus der EZB zu befreien. Ich bin manchmal, was Züge angeht, nicht besonders multitaskingfähig. Wir sind aber jetzt hier kurz vor Nürnberg. So, da ist schon der Nürnberger Hauptbahnhof. Aber jetzt interessant, dass sie ausgerechnet die Strecke nach Regensburg dargestellt haben und nicht irgendwie einer dieser anderen Strecken. Hauptverkehrsstrecken. So. Fahrtwissenswende wieder nach vorne. Kann erstmal einmal das lösen. Fahrtwissenswende wieder nach vorne. Da dürfen wir auch nochmal fahren dürfen. Was haben wir jetzt hier? 100. Ne, 100. Alles gut. Haben wir 100 Einfahrt im Bahnhof? Das wird schnell, aber das ist. Kleinen Moment haben wir noch bis Nürnberg. Das war diese Kurve, die wir gerade lang gefahren sind. Ich habe jetzt aber auch gerade nicht wirklich verstanden, warum ich die Zwangsjacke gekriegt habe, aber gut. Wahrscheinlich habe ich wieder irgendwas übersehen. So, 80. So schnell sind wir ja noch nicht. Ja, der Kollege muss noch warten da vorne mit seiner S-Bahn. Das haben wir, eine Minute Verspätung. Ja, okay, die haben wir jetzt sagt der Zwangs am Ende gekriegt. Komm vor. Der Ausstieg in Nürnberg Hauptbahnhof ist auf der linken Seite. The exit in Nürnberg Main Station is on the left side.
Wir müssen ganz schön gut bremsen jetzt hier. Weil wir hier einen langen Zug haben. Dass wir den ganzen Zug auch im Bahnhof reinkriegen. Dürfen wir gut drinstehen im Bahnhof? Ja, passt doch perfekt. Türen auf. Und dann sind wir da. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir gleich noch, was der Endbildschirm uns noch zu sagen hat. Ich gehe mal ganz kurz auf die 8. Schauen wir den Zug hier noch ein bisschen im Nürnberger Hauptbahnhof an. Auch schickes Gebäude. Der Nürnberger Hauptbahnhof ist ein bisschen, ich glaube, der ist ein bisschen detaillierter gestaltet als der in Regensburg, finde ich. Aber sehr schön gemacht. Kenne ich ja auch, wie gesagt, hier. Ja, der Bahnhofsvorplatz, der hat, das ist schon schön gestaltet hier. Nürnberg ist schön geworden. Kann man nicht meckern. So, da steht unser Zug. Mal gucken, weil wahrscheinlich kriegen wir gleich schon wahrscheinlich ein Ende abspielen. Du hast das Szenario erfolgreich abgeschlossen. Sehen wir uns deine Auswertung an. Ja, nicht viel Auswertung da, aber ich würde sagen, ja, ein paar Punkte, glaube ich, haben wir noch Punkte gemacht. Gucken wir mal. Zugziel erreicht. Habe ich jetzt gar nicht gesehen, die Punkteanzahl. Sieht man vielleicht gleich nochmal. Warten wir nochmal kurz, ob wir nicht am Ende nochmal die Punktezahl sehen, wenn wir jetzt hier in dem Endbildschirm sind. Das würde mich doch mal interessieren. Ich habe ja eigentlich gesagt, die Punkte sind mir relativ egal. Aber ich würde sie trotzdem nur mal ganz gerne sehen. 243 Punkte, naja, geht so. Gut, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und tschüss.